Ralf, was habe ich mir unter Festhaltetherapie nach Prekop vorzustellen? Genau, also Festhaltetherapie nach Prekop, da geht es um Beziehungen und um Kontakt. Und zwar insbesondere zwischen den beiden maßgeblichen, ja, ich sage jetzt Bindungspersonen. Das heißt entweder Elternteil, Kind, Mama, Kind, Papa, Kind, Geschwister untereinander oder Ehepartner untereinander. Wobei es keine Rolle spielt bei den Kindern, ob die Kinder jetzt klein sind oder schon erwachsen sind und die Eltern älter geworden. Und dort die Beziehungen, den Kontakt zu verstärken, zu erhöhen, das ist der wesentliche Teil für Festhalte oder was Festhaltetherapie macht und fördert. Was ist die Spannweite, für wen das Halten gut ist oder gut sein kann? Mit der Frage bringst du mich ein wenig in Verlegenheit, weil das beim Festhalten gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil wir eben nicht symptomorientiert vorgehen, sondern das Symptom ist der Anlass, jetzt zu kommen. Und wir schauen dann, was könnte hinter dem Symptom oder hinter deinem Problem liegen. Oder du kommst schon mit einem Beziehungsproblem. Und schauen dann, wie können wir mit unserer Arbeit sozusagen dort vorgehen. Das heißt, wir haben ein ziemliches Spektrum an Leuten da, die kommen. Also das betrifft einerseits Eltern mit Kindern, mit vielerlei verschiedenen Problemen mit Kindern. Also von Schreibabys über Probleme mit den pubertierenden Jugendlichen, der aggressive Junge, der zu Hause sich austobt, solche Sachen also. Es kommen auch erwachsene Kinder, gar nicht so selten, manchmal in einem sehr jungen Alter noch, so Anfang 20, also die so merken, da ist noch was offen mit ihren Eltern. Und die andere Generation ist dann so Mitte 40 meistens, also die 20 Jahre so mitgeschleppt haben und gemerkt haben, irgendwie hat es mit Beziehungen nie richtig geklappt, schon die vierte Frau gehabt und irgendwie aber alles unbefriedigend. Und im Herzen immer noch tragen, ach, es wäre doch schön, wenn ich nochmal mit meiner Mutter oder so. Erstaunlicherweise kommen in solchen Fällen dann die Eltern tatsächlich mitgefahren. Ja, und dann kommen natürlich Partner, ne? So, mit den verschiedensten Konstellationen, was dann nun gerade am Gären ist. Also ohne dass man im Alltag irgendein Problem hat, sollte man nicht zum Therapeuten gehen. Aber okay. Für Therapien macht man nicht unbedingt Werbung, sondern man stellt sie einfach nur gut dar, was sie für die Menschen geben können. Und darum würde ich dich jetzt auch bitten, vielleicht hast du noch ein oder zwei Sätze, die zum Beispiel auch mir sagen, was das Gute wäre, wenn ich damit mal arbeiten würde. Ja, für mich das Allerwichtigste, es stärkt das Vertrauen, also jetzt von Erwachsenen, es stärkt das Vertrauen in mich selber wieder oder in dich selber wieder. Also, dass du wieder merkst, du kannst dir, du kannst deinem Körper vertrauen, dem, was dort stattfindet. Und du hast ja eigentlich die Welt in dir. So. Klingt jetzt sehr groß, aber im Grunde meine ich so. Also, dass du das aus dir schöpfen kannst, was du schöpfen musst. Im Grunde ist es wieder Vertrauen lernen zu mir selber und dass ich auch die Fähigkeit habe, das, was ich brauche, unter anderem Liebe, genauso zu bekommen, dass ich darauf vertrauen kann. Ich kann das bekommen. Und ich kann auf andere Leute zugehen und den Mut habe, das auch wirklich zu machen.